Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich sehe ein bisschen komisch aus, ich weiß, gestern sollte eigentlich schon Raid am Mittwoch kommen. Wir waren nicht in der Lage, das gestern noch zu machen, zu fabrizieren. Das war irgendwie alles anders geplant, hin und her, sonst wie. Die Mädels, die sind jetzt gerade spazieren. Die Bianca möchte sich eine neue Sonnenbrille besorgen, weil sie ihre verloren hat. Wie ihr seht, ich habe gar keine Brille mehr. Die ist auch weg. Deswegen sehe ich auch schlecht. Deswegen sehe ich jetzt auch aus wie ein Maulwurf. Mit Schrammen überall, mit sonst was, wie aus einer Massenschlägerei, frisch rausgepresst. Der Schnauzer ist da, den ich mir für FC Merida habe anfertigen lassen. Und ja, die Aussie Edition. Deswegen aber, ich weiß nicht, wie das alles wird. Ob das Material von der Wanderung wieder zurück zu uns kommt, dann könnte man vielleicht irgendwie schauen, dass man das irgendwie erklären kann oder zeigen kann oder was, wie, wo, was jetzt überhaupt dann mal los war. Obwohl das meiste ja dann eh nirgendwo ist, sondern hier drin und das ist schlimm genug. Wir werden uns jetzt aber die Highlights der Woche anschauen, den Schocker der Woche. Und die geplante Ramses-Minus-Folge wird dann am Freitag kommen, da ich ja erst am Samstag eigentlich wieder streamen wollte mit Thomas zusammen. Und wie das jetzt funktioniert, weiß ich auch nicht. Gestern hat mir die Shenaya geholfen, hat da immer den Chat vorgelesen, denn ich sehe wirklich gar nichts. Im Chat sehe ich nichts, weil das so klein ist. Und hier versuche ich es jetzt mit den Bildern. Und würde sagen, the show must go on, ne? Der Adi ist auch ganz on und deswegen Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier beim ISVO mit einem 100% Lin Fu, was ich natürlich sehr genial finde. Können ja, glaube ich, nur aus GBL bekommen, immer noch. Und mit einem 100%igen ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Dann bin ich mit meiner Sache zu Glücksfreunden aufgestiegen, haben auch direkt getauscht. Aber nicht das, das war nämlich von der Sarina, also Blood and Tears. Bei der habe ich einfach ein 100% Shiny Boreos in der Tiergeistform bekommen. So ist auch mal von mir wieder was hier drin. FC Mary bin ich auch aufgestiegen zu Glücksfreunden. Ich komme überhaupt gar nicht hinterher, die Glücksfreunde überhaupt wegzumachen. Denn immer wenn ich einen Trade mache, kriege ich am gleichen Tag vielleicht zwei neue Glücksfreunde. Letzte Zeit läuft das richtig gut. Auch Paula Emperor hier, Glücksfreund. Prinz. Ich bin eigentlich ja nicht der Flexer, aber den muss ich heute doch mal raushauen, ne? Ein Wrestler Pikachu, auch richtig stark, auch GBL, auch 100er. Kannst du nicht brüden, kannst du nicht raiden, kannst du nicht erspoogen, kannst du nicht erbotten. Also das sind 100er, die wirklich wertvoll sind. Master Gossi und du seid jetzt auch Glücksfreunde, auch noch da aufgestiegen. Pier Shanga hier mit dem Shiny Crypto Kindwurm. Dann bin ich mit Adischatz aufgestiegen zu Glücksfreunden mit Ramses Raid Mania. Aufgestiegen zu Glücksfreunden, sodass ich immer, wenn jetzt ein neuer Raid-Boss kommt, beim Community Raid auch ein Glückstausch im Video direkt mitmachen kann. Ne? Der Bockwurst King hat das zwar nicht an mich geschickt, aber in die Gruppe. Und eigentlich wollte ich aus der Gruppe nichts mehr nehmen, nur noch private Sachen. Aber ich dachte, das würde er mir sowieso nicht schicken. Der hat das wahrscheinlich auch nicht mitbekommen oder es ist ihm gar nicht wichtig. Habe ich aber von selbst mit rein ein 100% Shiny Shadrago aus dem Raid. Das ist auf jeden Fall auch mega krass. Das müsste schon fast der Schocker der Woche sein. Obwohl das Pikachu auch und obwohl auch das, selbst das Lin Fu, alles Schocker der Woche heute. Also wieder viele coole Sachen dabei mit seinem orangen Kopf. Sieht auf jeden Fall richtig stark aus. Dann Prinz auch, Glücksfreund geworden mit dem Ramses. Der Marco FedEx hat hier einen Shiny Rabauz gebrütet. Habt ihr schon einen Shiny Rabauz oder noch nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann kommt die Stellal Edition, der hat mir schon wieder über 117 Bilder geschickt. Und ich habe die meisten wieder weggelassen und da waren auch Sprüche und lustige Witze dabei. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen Shiny Schwalbini. Man könnte auch sagen, es ist die Shiny Schwalbini Edition. Ein Shiny Skorgler, Shiny Mankey, 100er Schwalbini. Bekommt Batman beim Friseur eigentlich noch einen Umhang? Den fand ich gut. Dann Celal hier, 100er Vulpix. Ich habe nur eine Minute auf dem Kissen geschlafen, dann boom, ist es explodiert. Lasst uns einfach dankbar sein, dass ich noch lebe, ne? Fand ich auch richtig cool. Dann ein Shiny Schwalbini, ein erlöstes 100er Tyra Croc, ein 100er Otaro, ein Shiny Zubat, Shiny Skorgler, Shiny Traumado, erlöstes 100er Seemobs, erlöstes 100er Sandan, Shiny Sepa, Shiny Schneckmark. Das ist Bluetooth. Und was macht es? Es tuft Blue. Shiny Schwalbini, Shiny Lampi, Shiny Sengo, Shiny Sneeble, Shiny Schlappohr, erlöstes 100er Voldoball, 100er Pikachu, wildes Bruder Lander mit 1700, Shiny Schwalbini,
Shiny Läufe, Shiny Schwalbini, Shiny Schwalbini, ein Shiny Magunio, was auf jeden Fall eine richtig dämliche Fresse drauf hat. Guckt euch das an, sehr cool natürlich. Shiny Raupi, WP10, sehr nett. Shiny Kastatur, nochmal Magunio mit dabei, 100er Kastatur. Noch ein wildes Bruder Landa mit anderen WP, sieht man gerne. Erlöstes 100er Sandan, 100er Flammiau. Shiny Farbigel von iScorpions. Celal ist fertig. Und hier, schön, dass ich das jetzt auch habe, iScorpions, mit dem Shiny Farbigel. Habt ihr einen Shiny Farbigel bekommen beim Farbfestival? Schreibt's mal in die Kommentare. Was ein schickes 100er, 100er Safcon, auch beim iScorpions. Dann haben wir hier Kuselinchen. Das Barschwa kam aus der Kampfliga, also ein Shiny Barschwa aus der Kampfliga und ein Shiny Traumado plus hier ein 100er Maske Regen bei Kuselinchen. Ist zwar schon von letzter Woche, aber immerhin ein wild gefangenes 100er. Okay, soeben aus der Belohnung Schattendschungel Teil 1 bekommen, ein 100er Kinoso. Dann der Viala zeigt uns in zwei Raids direkt hintereinander auch Shiny Boreos zweimal bekommen. Manche haben noch 70 Stück, immer noch gar keins. Der kriegt gleich zwei Stück nacheinander, natürlich auch cool. Alex hat sich als Lebensaufgabe gesetzt, immer den Daniel Schilling zu verfolgen. Jetzt hier wieder Daniel Schilling gefunden, einmal hier, dann nochmal gefunden, Daniel Schilling. Dann hat er sich einen Shiny Ladybar gegönnt, hat dann wieder einen Daniel Schilling gefunden, hat sich noch endlich Shiny Boreos gegönnt. Endlich Shiny Läufeo in Pokémon Go für Raider Mittwoch und natürlich Daniel Schilling gefunden. Also, glaube ich, mach bald die Andy Schilling Folge, dass wir keine gefundenen Schillings mehr hier. Grüße an den Schilling, einfach mal gefunden. Andy Project, glaube, ohne das Letter King hätten wir das nicht geschafft. Guckt euch das Letter King an im Hintergrund, was da rumliegt. Dann hier auch beim Andy, ein Punkt hat gefehlt, dann wäre es das 100er Shiny geworden vom Boreos. Nimmt man mit, Andy Project hier, 0% Krypto-Shiggy, Markus, na endlich der erste Starter, also 100er, naja, da hat sich das Jagen noch ausgezahlt, na ganz paar Spezialforschung. Entweder kann ich nicht lesen oder was weiß ich. 100er Shiggy und dann hier 100er Glumanda, auch von Markus. Ich glaube, ich spinne. Der zweite 100er Starter folgt zugleich. Jetzt fehlt bloß noch Bisasam. Oh, Shiny nehme ich auch gerne hier bei Markus. Shiny Sepa noch mitgenommen. Burndown Steve habe es endlich auch. Shiny Farbigel. Vielen Dank, Shiny Boreos. Genaya Shiny Farbigel. Shiny Marmolita. Shiny Traumato. Wildes Knuddelluff. Und geflohen, das musste man auch so mit reinpacken. Das ist aber auch sehr cool, ein 100% Glücks Lavita als 100er Glücks, also ja, ein Lundo. Was natürlich günstig zum Hochziehen ist und einfach ein starkes, geiles Pokémon Gossi. Endlich habe ich meinen Shiny Wuffels hier bei Master Gossi plus ein Milzer gebrütet. Ist ja trotzdem immer noch ein sehr genial seltenes Pokémon, über das man sich immer wieder freut. Ich wollte es eigentlich gar nicht anklicken, schon ist es Shiny Skorgler geworden. Heute auch ein Shiny bekommen hier, Shiny Chanera, Anna Rottenroxy, frisch geschlüpft, geil, 100% Bonera, auch mega selten, sowas als 100er bitte niemals entwickeln, bitte einfach so lassen. Ihr könnt Chanera überall wild fangen, als 100%ige theoretisch, oder die raiden, oder die brüten, oder die was weiß ich noch alles tauschen, aber das Baby würde ich einfach so lassen, als 100er Sören. Die Suche hat ein Ende, auch hier Shiny Schwalbini, wenn ich hätte einfach Celal gefragt, der hätte den ganzen Stall rüberschieben können. So ein Schlawiner, 100% Shiny Boreos, muss wohl wieder Kollege vom Sören gewesen sein. Wenn man spät noch einen Wuffi in der Nähe sieht, hingeht und dann enttäuscht wieder heimgeht und dann diese Madame im Garten nun fliegt. Shiny Skorgler, auch beim Sören. Plus Suchbild oder was ist das? Was seht ihr auf diesem Bild? Schreibt mal rein, was ihr auf diesem Bild seht. Ich kann den Kommentar dann eh nicht mehr zuordnen und weiß, um was es geht. Ne? Für mich eindeutig, wie er es auch schon geschrieben hat. Dann hier Noah, auch mit einem Shiny Skorgler plus einem Shiny Boreos. Lukas, ein neues Shiny in der Sammlung, Nummer 1, das zweite hinterher. Noch nie so viel Glück gehabt, noch nie so viel Shiny-Glück, das dritte. Dann haben wir hier Corny. Und Corny ist wohl Libera Forêt. Der hat nämlich das 100% Shiny Boreos. Also, ihr seht viele 100er Shinies dabei aus Raids oder sogar aus Lucky Trades. Thomas Speck mit dem 100er erlösten Bruder Landa. Plus Imantis, 100% Elke hier.
Shiny Marmolita, Shiny Fucano, 100er Vulpix, Shiny Traumato, Shiny Marmolita, 100% Bonita in der Dings-Version. Was ist denn das? Ist das Gala? Ich blick schon eben durch. Aber Lola ist es nicht und Dings ist es hier. Lennart! Shiny Schwalbini, WW10, gut. Annika Vogt, 100% Boreos mitgenommen. Heiko, 100% Capoeira aus dem Ei gebrütet, hat er also bestimmt dann entwickelt. Und ein Shiny Capoeira hinterher. Benjamin, wieder mal im Duo-Raid unterwegs gegen Boreos, 26 Sekunden. Plus ein Solo-Raid mit nach Tara, 36 Sekunden. Thomas Bo, 100% Pampam, auch selten als 100er. Konntet ihr bisher nur raiden oder aus Eiern eben bekommen. Würde ich auf jeden Fall erstmal auch so aufheben. Dann der Natu-Sekt. Endlich, das hat mir noch gefehlt. Und das war eines meiner Shinies, die ich gerne noch haben wollte. Und da ist eins, fehlt noch für die Familie. Aber egal, eins ist schon mal ein guter Anfang. Die Bungel-Shiny, auch sehr cooles Shiny. Und Skorkler hinterher, Nummer 2. Damit ist die Familie komplett. Ne? Guck so und dann zack, Familie komplett. Verschiedene Familien. Plus... Und mit diesem grünen Affen habe ich auch die Familie komplett. Also viele Affen, alle sind grün. Natu-Sekt noch, erste Raid direkt Shiny, so ein Shiny mit diesen EV-Werden bekommt man nicht alle Tage. 10, 10, 10, das ist also das Schlechteste, was du aus dem Raid kriegen kannst. Das 100er von unten, 67%. Sammeln manche, würde ich auch auf jeden Fall aufheben. Aber macht man ja eh wahrscheinlich, weil es Shiny ist. Humulus, aus der Feldforschung hier, 100% Janma, Shiny Gladio, nimmst du das ins nächste Video mit auf? Natürlich, auch wenn es nicht am Mittwoch kam, sondern am Donnerstag, das 100% Glücksdemeteros in der Tiergeistform darf natürlich nicht fehlen, auch ein fettes Teil und nützliches Teil, besser als Boreos. Shiny Farbigel bei Fifabi plus Shiny Schwalbini plus 100er Porygon plus Shiny Skorkler, noch ein Shiny Skorkler und das waren schon die Highlights der Woche. Das heißt, wir haben jetzt noch den Schocker der Woche für euch vorbereitet. Da könnt ihr euch noch mal kurz festhalten. Ne? Holt euch noch ein Glas Milch oder so. Und wir kommen zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von der Sarina hier. Danke nochmals an Flex für mein allererstes Schlundo. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Und das fand ich auf jeden Fall cool auf so vielen Ebenen, weil Rayquaza ist einfach das Lieblings-Pokémon von so vielen Leuten. Shiny Rayquaza wird von so vielen gefeiert, das dann als 100er zu haben und bei einem Lucky Trade auch noch als 100% Shiny Lucky, was günstiger zum Hochziehen ist, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, hat mir am besten mitgefallen von den ganzen Einsendungen. Klar waren noch andere 100er Luckys dabei, es waren noch andere 100er Shinies dabei, Legendäres, war sonst was. Diesmal war es echt schwer, den Schocker der Woche wirklich zu bestimmen, aber das hat mir am besten gefallen. Ich glaube, das wollen bestimmt viele Leute haben und finden sie besser als ein 100er Shiny Boreos. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ich habe keine Ahnung, was wir heute überhaupt noch machen. Ich weiß, ich muss da noch mal einen Anruf tätigen, gucken, dass ich meine Speicherkarte wieder bekomme von meiner anderen Kamera, wo die ganzen Aufnahmen von der Wanderung drauf sind und wir dann vielleicht heute dann noch was drehen können. Sonst können wir nämlich gar keine Videos machen. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, gute Besserung. Ne? Wir sehen uns beim wahrscheinlich spätestens Samstag im Stream. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem, weil es ja das einzigste Wochenende jetzt ist, wo ich dann Cabo Falla Raids hätte machen wollen mit Thomas. Ansonsten fällt das aus und ich liege einfach nur da und das war's. Aber so weit wollen wir es ja nicht kommen lassen. Wir probieren es wenigstens. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.